So, jetzt muss ich mich weiter den Schlauch da hochkämpfen. Ich bin jetzt irgendwo hier. Und muss jetzt hier erstmal ganz durch. Da oben wieder raus. Ich glaube, das könnte noch ein bisschen dauern, bis ich das geschafft habe. Aber irgendwie scheinen die jetzt in der Nacht einfacher zu sein als tagsüber. Aber das ist ja schön, dann komme ich ja auch irgendwann mal wieder raus. Sich schön ein paar extra Erfahrungspunkte sind. Irgendwann ist mal genug. Ein Kampf nach dem anderen. So, Moment mal. Ach ja, jetzt muss ich noch nach Osten. Oh oh. Das speichere mal lieber, da sind gefährliche dabei. Ach, ich hänge jetzt gerade hier rum, ne? Jo. Da hole ich doch mal den Mordhammer raus. Seine Wirkung nicht verfehlt. So, jetzt geht's weiter nach Norden. Die sind eigentlich gar nicht so schlimm. Chakalaka, der Chakalaka. Davon kann man nicht genug haben von den Juggalaks. Am besten jeder hat einen. Au. Na, wenn die unter 100 kommen, muss ich sie heilen. Chakalak der Juggalak. Punkte, Punkte, Punkte. Aber irgendwann ist es nochmal gut. Ich will hier mal irgendwann mal raus. Kommst einen Schritt maximal weiter. Oh, Olivia braucht eine Dosis. Naja, die können auch was. Alles Body. So.
einen Schritt kommst du maximal. Ach doch, ich habe ja 4 Meter. Gerade wollte ich sagen, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Den Zyklopen, da muss ich mich noch drum kümmern. Ja, ja. Ja, mega Hirnschlag. Ich meine, erstmal wahnsinnig. Und Wahnsinn. Und da hauen wir drauf. Ich versteine ihn. Ne? So. Ich komme mal weiter als einen Schritt. Und jetzt muss ich nach links. Also ich wäre gern nach links. Reicht erstmal der Juggernaut. Mandrak. Ich glaube, Engel heile allen, ja. Das ist nicht so teuer für eine Person. So. Und. Moment mal. Ich muss noch eins weiter. Full Risiko, einen Schritt zurück, das war nicht gut. So. Hier muss ich hoch und wenn ich oben bin, muss ich wieder links. Oder rechts, fast egal. Nein, links ist kürzer. Jetzt habe ich den Mandrak irgendwie nicht gespeichert. Gucken, ob der es überlebt. Hau drauf. Also hier ist komischerweise nachts nicht so gefährlich wie tagsüber. Jetzt kommt er später dran, weil er vergiftet ist. Nehme ich mal an. Na, komm, geh nach links. Oh oh. 3 Bane-Giganten. Ja, da kann ich den Mordhammer mal schwingen. Dann bin ich hoffentlich los. Genau, Engelheilung 2. Das nimmt von allen jetzt.
Warte mal, jetzt hat's alle Wunden geheilt, oder? Okay, jetzt will ich mal gucken. Es gibt ja irgendwie alle halt Party. Ist es nicht auch Engel? Engel. Heilung 2 kostet 45. Mal Merken und Kleriker. Heile alle Party ist billiger. Und wie man sieht. Hallo. Ach Gott. Hilft es nicht gegen Vergiftung? Wollte ich noch sagen. Hau drauf. Hau drauf. Okay, und Vergiftung haben einen schlechten Einfluss auch auf die Reihenfolge. Gut, also weiter. Jetzt rechts lang. Jetzt müsste ich ja schon hier sein. Dann bin ich ja gleich draußen. Ich habe auch erstmal genug gekämpft. Der Zyklop macht mir Sorgen. Wo gab's die nochmal, die restaurieren? Das war Pirate Rock, oder? Schön, ja. Warte mal, guck ich. Die brauche ich glaube ich jetzt sowieso nicht mehr, Pirate Rock. Ja, da wo hier unten. Da muss ich dann halt öfter mal vorbeigucken, aber momentan habe ich ja noch genug. So. Und raus hier. Gott. Und jetzt würde ich sagen, hier draußen können wir erstmal rasten. 1 Uhr, sagen wir mal 6 Stunden. So. Welchen Schaden richtet der Warlock-Zauberspruch Feuerwand an? ...70 bis 130. Hier umklicken. Na komm rein. 70 bis 130. So. Neuer Tag. Neues Glück. Ausrüstung. Warte mal, ich will die Aurin mal zaubern. Sättigen. Alle? Das geht wohl nicht. Naja. Essen. 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 Also demnach brauche ich eigentlich gar keine Essenspakete mehr mitschleppen, solange ich die Aurin habe. Die machen wir mal leer, die Essenspakete. Und dann ist gut. Hast du auch einen Gemstab? Immer diese Doppelklicks. Okay, ich gehe mal zurück auf meine Waldonus-Karte. Schwupp. Wir sind jetzt also hier. Und das könnte ja Erin's Gruft sein, oder? Werde ich mal als nächstes
anvisieren. Was ist das da oben? Das und das. Schauen wir mal. Also, erstmal Osten und dann, ich sag mal, 25 Schritte Norden und dann kommt man davon. Ja, wie kommt man da überhaupt rein? Es ist komplett Wald. Von hier aus? Also oben muss man von da. Ich kann ja mal angucken. Vielleicht geht's ja auch auf hier oben irgendwie. Ich laufe da einmal rum. Sonst erfahre ich's nicht. Also, Norden. Ja, und dann hier gleich Osten. Ach, Geister mal wieder. Ja, Osten. Osten, Osten. Dann kann ich jetzt schon mal direkt Osten gehen. Dann komme ich ja da. Noch mal ein paar Schritte. Das muss dieser Wald sein, oder? Tja, jetzt muss ich mal gucken, wo ich da eventuell rein kann. Ich schätze mal oben. Oder da unten. Und dann einmal rumlaufen. Ach, ich gehe mal entgegen des Uhrzeigersinns hier und guck mal, wo ich da vielleicht reinkommen könnte. Und gegen den kann ich ja auch mal hier meine Pfeile, die wiegen einfach nur. Moment, jetzt gehe ich dran vorbei, oder? Jupp. Na, dann machen wir es halt doch im Uhrzeigersinn. Ist doch auch egal. So drehen. Ach, doch. Das ist der Friedhof von Mernok. Friedhof von mehr Nock. Da würde ich ja Ehrensgruft erwarten, oder? Ja, geh da rein. Du siehst eine große Steinplatte vor dir auf dem Boden. Okay. Untersuche. Sie ist groß und sehr schwer. Lausche. Reinschauen. Geht nicht. Berühren. Betätigen. Aufmachen. Naja. Mach du mal betätigen. Ist zu schwer. Reinlangen. Andere. Nehmen. Graben. Andere. Drücken. Reingehen. Also, wenn ich jetzt annehme, dass das Ehrensgruft ist. Ich nehme es jetzt einfach mal an. Naja, vielleicht ist irgendein Gegenstand hier noch wichtig. Oder irgendjemand kann hier irgendwas zaubern. Simsalat, Bim. Sesam, öffne dich. Dreimal schwarzer Kader. Nee. Eine Steinplatte. Stärke 37, 38. So.
dann zauber dem doch mal hier Stärke an. Das kannst du doch inzwischen. Zaubern. Nee, der hier war. Magician oder so. Zaubern. Magician. Stärke. Zaubern. Magician. Stärke. Komm. Stärke. Ja, Stärke. Komm jetzt. Kannst du aber hier immer noch zu schwer. Mehr geht nicht. Und wenn es Aarons Gruft ist, aber ich habe die Schalter ja schon. Vielleicht sind die Schalter immer anders. Oder jemand muss da stehen in den Meernock und die Schalter bedienen, während hier jemand steht. Soll ich jetzt schon wieder zurück nach Meernock? Brauche ich mehr als 70? Drei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geht das? 7? Nee. Na toll. Stärke 86, da geht doch noch was. Mehr geht nicht. Entweder geht das jetzt.
Ach, zu schwer. Also, ich kann sie mit Kraft nicht bewegen. Ich habe ja fast... Was soll ich denn jetzt machen? Muss ich wieder zurück nach... Fast den Eindruck, dass... jemand im Meernox stehen muss, an den Schaltern rummachen. Und dann muss ich umschalten und aha, die Gruft ist auf. Der hat keinen Juggerlack. Na, ihm könnte ich einen Juggerlack dann noch geben. Ich überlege gerade, ob ich ihn jetzt schon abstellen soll. Und mit dem Rest der Party nach Meernock. Oder... Vielleicht ist es ja auch ganz anders und es ist nicht die Gruft. Obwohl Friedhof passt natürlich wunderbar zur Gruft, ne? Und ich kriege das Ding so nicht auf. Ich gucke mir mal die anderen Places an. Und auf dem Rückweg kann ich ja dann immer noch... Kann ich das ja immer noch machen. Dann stehle ich irgendwie den Magellan da ab. Moment, ich wollte nach Süden. Da fing ein paar Geister an, Blödsinn. Oh, das nervt immer. Das wird auch einfach übergangen. Es müsste G-Klicks geben, Wiederholung okay, und da müsste man uns das loslassen und uns das dann neu drücken. Schon fast wieder, ne? Dann ist es auch genau da drunter, wo man normalerweise klickt. Hilft mir öfter mal speichern. So, wo geht's denn hier lang? Das scheint auch mal wieder so ein komisches Feld zu sein. Vielleicht ist ja auch eine Zinnober da Mitternacht. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich doch irgendwie was aufstellen später, um den Tadern zu erwischen. Ich weiß es doch auch nicht. Ich könnte mehr Tipps gebrauchen. Aber die Geister sagen mir ja nichts, die lassen ja nicht mit sich reden. Also gucken wir, was es noch so gibt. Alle Charakter sind tot. Was war das? Das ging mir jetzt irgendwie zu schnell.
Vielleicht ist das dann die innere verbotene Zone. Würde ich mal sagen. Hier, so. Jetzt klicke ich mal langsam, dass ich auch mitkriege, was da steht. Du betrittst. Schuppa, weg. Alle Charakter sind tot. Die innere verbotene Zone. Jo. Also. Hier. Das ist extra so gemacht, dass man auch mit dem Boot da nicht hinkommt. Dann bleibt ja nur noch, dass das Aarons Gruft ist. Und dann. Load State. Kann ich hier auch gleich wieder die Steinplatte laden. Und werde da einfach mal den Magellan abstellen. Wer soll denn mal gucken? Oder ich. Nachher ist er zu groß, um in die Steinplatte reinzugehen, oder? Oder zu schwer. Ach, Leute. Ich stelle ihn trotzdem mal hier ab. Oder? Und dann nochmal durch das ganze Dings durch. Oh je. Oh je, oh je. Was hatten eigentlich für Gegenstände? Nicht, dass der Gegenstände hat, die wir unbedingt noch brauchen. Den Farbtopf nochmal und den Pinsel? Glaube ich nicht, dass wir das nochmal brauchen. Aber ich habe das ja eingestellt. Also, egal. Ich stelle den jetzt hier ab. Ich muss es ausprobieren. Spiel. Nix spielen. Party. Party. Teilen. So, du bleibst da. Dann nehmen wir das hier. Der kam sowieso nie dran. Abgestellt. An Aarons Gruft. Wenn's die ist. Jetzt kämpfen wir uns wieder den ganzen Weg durch. Oh nee. Es ist schrecklich. Muss das sein? Wenn die Holzpfeile loswerden. Ich finde ja dann ein bisschen die Nacht, wo ich doch jetzt weiß, dass es einfacher ist nachts.
Da sind wir doch schon wieder. Ja, würde ich sagen, 14 Stunden ist 22 Uhr. Party, Rasten. Ja, ja. Und dann ist es nicht ganz so schwer. Hoffe ich doch mal. Ja, du musst dann hier auch mal rasten. Alle Charakter sind tot. Okay. Ich versuche mal eine logische Begründung dafür zu finden. Ab hier ist die innere, die äußere Todeszone. Ab hier ist die innere Todeszone. Hier sind wir nur mit dem Mandrak durch. Und dass der Mandrak, da der Mandrak jetzt hier nicht in der Party ist, ja, sterben wir alle. So, wir müssen also den Mandrak dabei haben. Oder? Ich frage mal andersrum. Nee. Wenn der gar nichts macht, aber der muss sich ja bewegen. Sonst kommt das ja nicht nochmal. Vielleicht drehen? Mal ausprobieren. Party. Wechsel zu Magellan. Wenn er sich jetzt nur dreht. Sieht er auch die Platte nicht. Er muss einmal runter. Siehst du, betrittst die äußere Todeszone, stand da ganz kurz. Okay, dann kann eigentlich keiner überleben. Hä? Ich hab doch nur einen Mandrak. Na, vielleicht ist mehr noch, weil eine Stadt was anderes. Und ich kann da einen abstellen. Natürlich nicht den Mandrak, sondern da was weiß ich, den Magellan. Und der kann den Schalter machen. Und dann komme ich mit der Truppe inklusive Mandrak wieder rein. Und weil Mernok ein beschützter Ort ist oder sowas, muss ich ausprobieren. Einfach mal ausprobieren. Anders, irgendwie muss es ja zu lösen sein. Lade ich wieder? Lade ich wieder Steinplatte? Und mit der ganzen Truppe wieder zurück. Ich möchte auf die Erfahrungspunkte und den Rückkampf eigentlich nicht verzichten. Sonst würde ich sagen, ich könnte ja auch den Speicherstand da mit den Schaltern. Aber ich habe ja zurückgekämpft auch nochmal so viel. Na komm, laufen wir nochmal rein. Kriegen wir noch mehr extra Punkte. Das brauchen wir sowieso später für die bösen Dungeons. Da müssen wir noch viel, viel stärker werden. Da brauche ich noch viele Erhöhungen und viele Freigaben, damit ich Feuer hoch machen kann. Also Fate spielt man einfach nicht so mal kurz durch. Da braucht man viel Zeit. Dieser Süden, doch, passt schon Süden. Thank you.
Ist irgendwie schon drin, das Chagalack. Eigentlich will ich ja noch die Holzpfeiler loswerden. Weil die kann man ja nicht wegschmeißen. Die kann man auch nicht verkaufen. Na, jetzt habe ich drauf geklickt, egal. Ah, so geht das mit Doppelklicks ganz gut. So. Also, mit der ganzen Truppe wieder rein. Party. Rasten. Wieder 14 Stunden. Uhrzeit. Na, ja, die haben alle viel, viel Durst jetzt, ne? Konsumieren, gemeinsam essen, gemeinsam trinken. Ja, mache ich halt verteilen. Muss ich halt wieder zurückgeben. So. Wer ist überlastet? Livia. Ausrüsten, wegwerfen. Verhört ihr auch irgendeinen Scheiß, den man nicht mehr braucht? Wollhandschuhe. Haben wir Winter oder was? Tockschuhe habe ich mir noch gar nicht angeschaut.
Boah. Naja. Torona hat schon was Besseres. Archschuhe, ne? Ja, dann schmeißt die Tockschuhe weg. So, sind wir noch überlastet? Nein, siehste, alles gut. Also rein. Wieder ins Getümmel. Gleich mal durch. Zwei. Nee. Doch. Zwei links, zwei geradeaus, zwei rechts. Oh, hier so gibt's nur Ingrolls. Dann nehmen wir gleich den Mordhammer zur Hand. Ja, die stehen immer noch vor mir. Ach ja. Also um 22 Uhr oder wie spät haben wir's? Das ist schon der nächste Ingroll. Na, vielleicht ist in 4 Minuten ja Ruhe. So, einfach übergangen. So, jetzt bin ich da. Und jetzt muss ich zwei nach rechts. Ein Zyklop, also schwieriger geht's ja auch nicht mehr, oder? Ja, 155 Gewicht. Was haben wir denn? Das ist schon wieder krank. So, zwei nach vorne, zwei nach rechts, ne? Und ja. Ach, der Zyklop. Habe ich ein Handtuch? Ah, ein Handtuch. Mach ihn mal ein bisschen verrückt. Pariert, zaubern, Banshee, Wahnsinn. Zaubern, Banshee, Wahnsinn. Werfen? Steht schon die nächsten Ausrüstung, Gegenstand, Gemstab.
Okay, zwei nach rechts und vorwärts. Fritzler und Krüppel, die sind ja nicht so schlimm. Das brauche ich da alles nicht. Edelstein. Also ich stehe jetzt da. Jetzt muss ich an die Wand. Ein links. Okay, noch zwei vorwärts und dann wieder links. Ein Zyklop. Und Ingrolz. Oh oh. Ich denke, die sind nicht mehr um diese Zeit. Oh, ihnen geht's ja gar nicht mehr gut. Ja, super. Was war das? Hat eigentlich schon mal beten funktioniert? Oh ja, Aurin, ich wurde nicht erhört. Beten ist weg jetzt. Okay, dann hilf ich hier nur noch kämpfen. Au, 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 au. Au, 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 au. Bin ja gleich alle tot. Ja. Hoffen, dass er hilft. Ach nee, warte mal. Der andere war billiger, ne? Na, ich versuch schon mal. Vielleicht hat der Meisterstab da schon was ausrichten. Jawohl. Okay. Und jetzt, wo war ich denn? Hier, ne? Nach links. Brawlzyx auch noch. Das war easy. So, zwei nach links und ganz, ganz durch. Gleich mal hinstellen. So, euch will ich nicht.
Und weiter, 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 weiter. Oh oh. Das ist harter Stoff. Noch 30. Zaubern, Erzmagier, komm, gib alles. Es gibt auch viele EPs, das muss man immer alles positiv sehen. Aurin muss schon wieder heile Party alles machen, oder? Dann am besten gehen, wenn die gerade vorgehen. Na, die Schriftrolle wollte ich nicht. So schwer sahen die jetzt nicht aus, dass ich dann eine Schriftrolle verschwinde. Na, ein Zyklop. Naja. Den zaubern wir erstmal wahnsinnig. Und der haut die beiden Zauberer kaputt. Der zaubert nochmal Wahnsinn. Und du heilst dich erstmal selber, würde ich sagen. Oder doch die ganze Party. Meine Vier sieht ja auch nicht mehr so toll aus. Ach, komm her, hier, alles. Und du hast einfach mal drauf. Und du auch. Jetzt gucken wir mal, die hat noch, der hat auch noch. Und Dolphy ist jetzt wieder total müde. Ach Gott. Jetzt muss ich die auch noch mal wach. Bevor die mir einschläft, ich kenne das doch. Zaubern. Nymphe erwachen. Das ist für alle. Zaubern. Nymphe. Erwachen, dementsprechend teuer ist das auch. Zaubern. Erwachen. Die ist immer noch ganz. Aha, langsam wird's. Sonst pinnt die mir weg. So, jetzt ist gut. Jetzt, naja, 127 hat sie noch. Und Toruna ist vergiftet. Das wird erst drin der Wand wieder, bevor wir das nächste Mal rasten. So, und jetzt ganz runter. Jup, 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 und dann kann ich mich entscheiden. Aber ich glaube, so ist einfacher. Oder ich mache hier nochmal zum... Aber das... Nee, lieber nehme ich Restaurationstränke. Ich will das schnell wieder hinter mich bringen. Also, gerade runter, dann... Linksschritt und dann wieder weiter gerade runter. Das hat nichts geholfen. Okay, an dieser Stelle ein kleines Päuschen. Dann geht's weiter. Schon wieder Mernok. Durchkämpfen. Und dann stelle ich hier den Dings ab. Hier sind ja keine Feinde drin gewesen. Dann kann er die Schalter nochmal umstellen. Vielleicht haben die sich zurückgeschaltet. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht stellen die sich alle Stunde zurück. Und ich hoffe, dass dann diese Gruftplatte aufgeht.
Sonst bleibt er halt stehen, bis ich das Ding gefunden habe. Dann müssen die Leute halt wegschmeißen, was sie nicht brauchen. Okay. Bis zum nächsten Teil dann. Ciao.